Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend, auf den ich nicht gewartet habe. Doch, schon. Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu Resident Evil 7. Ja, ich weiß, sind neue Episoden verfügbar. Also, ich habe es jetzt ein paar Mal gestartet heute. Na, Blütanda. Ich habe es jetzt ein paar Mal gestartet heute und jedes Mal kam irgendeine DLC-Meldung, die jetzt wieder da ist und überhaupt. Okay, war jetzt noch nicht so schlimm, ne? So. Ja. Resident Evil 7. Der Flo hatte ja gesagt, dass es der achte Teil, der ist ein bisschen humaner als der siebte Teil. Der siebte Teil ist ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, Votum war ja eindeutig, ne? Werden wir 7 spielen. Ich hoffe, ich werde hier keinen im Haus wecken. Ich habe die Einstellung schon alle überprüft, ne? Da ist der Flo schon. Guten Abend. Ja, ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt hier durchsetzen wird, ne, als Makler. Und fortsetzen werden wir nicht machen. Ich habe, wie gesagt, einmal was angespielt, um die Einstellung zu überprüfen, ob das alles klappt. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme klappt und das Stream parallel klappt. Siehst du, ich muss den Toro ja noch starten. Und apropos, das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich hoffe, das geht. Guck mal, man kann hier so... Mal schauen, wenn ich irgendwie zum Trinken rüber neige oder mich vor Angst irgendwo hin verziehe oder so, vielleicht fängt ja die Kamera da was ein. Nichtsdestotrotz, wir wollen ein neues Spiel starten. Also ich weiß nicht, ob wir es wollen, aber wir müssen ein neues Spiel starten. Achso, siehst du, Moment mal, müssen. Habe ich die Steuerung überhaupt angepasst? Controller wollen wir nicht, Zielhilfe, keine Ahnung. Empfindlichkeit Maus, das werde ich dann später sehen. Ach, hier ist die Tastenbelegung. Was haben wir denn? Rechte Maus erzielen, links angreifen, nachladen. Okay, das ist noch human. Oder aber Maustaste. Daumentaste ist das, okay. Okay, Blocken gibt es auch wieder. Ist Leertaste. Gut. Munition wechseln. Ja, der wird ruhiger. Keine Sorge. Apropos, ich sehe gerade. Warte mal. Ah, die Webcam ist ein bisschen jetzt größer. Ich habe ein bisschen rumgespielt, wie gesagt. Und Munition wechseln, bewegen, seitwärts, rückwärts, sprinten, schnell umdrehen. Es wird schon Trumpfkarten auf dem Tisch ansehen, Trumpfkarten einsetzen. Was? Jacks für Bildschirm. Okay, ja, es wird schon funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Wir starten. Oh, da wechselt der manchmal immer die. Na, mal gucken. Wir starten ein neues Spiel. Viel Spaß. Jetzt frage ich bei der Runde, was nehme ich lieber? Einfach oder normal? Allein das ist. Eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnissen, die ein leichteres Spiel bevorzugen. Bevorzugen tue ich ein leichteres Spiel, ja. Einfach, ne? Einfach, okay. Weniger Frust, mehr Puls, ne? Einfach. Hey, Baby. Okay, ja. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Die kennen wir noch. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Bloß 18 MB groß. Ich
Ethan. Na, Nevermore. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Na, das waren nicht seine Hände, ne? Such mich nicht. Das waren nicht seine Hände, das waren ihre Hände am Laptop. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja, ich weiß nicht wie, aber sie ist zurück, wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß, aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Oh, wir können uns umsehen. Ich würde schon allein da nie hinfahren, wo er jetzt gerade hinfährt. Ja, das stimmt. Das ist eine arme Socke. Okay, und tschüss. Was? Was? Ich komme hier nicht durch. Mist. Okay, bisschen matschig sieht das aus, oder? Vor allem fehlt hier irgendein... Spielen? Ja, na klar will ich die haben. Mia finden. Okay. So. Mit der Maus geht doch. Aber zoomen kann ich nicht, hä? Zur aktuellen Position? Nee, zoomen kann ich nicht. Okay, was ist Akten? Keine Akten. Okay. Ist doch ein nettes Häuschen. Scheint nicht so groß zu sein. Guten Abend, El Gerardo. Okay, ist zu. Wir können wieder gehen. Ich glaube, ich muss die Cam kurz ein bisschen bewegen. Wartet mal kurz. Kleinen Moment, geht das? Ich glaube, das muss... Na toll, macht er super. Ich muss das ganze Ding hier ein bisschen wegbewegen. Ach, ist gelockt. So. Weil man sieht ja den Text gar nicht. Oder? Ich muss das so machen. So, besser? So besser, glaube ich. Mal gucken, ob das besser ist. So. Wenn man so viel rumspielt hat. Ich gehe wieder zurück, ne? Okay. Na, ich werde sehen, ob mir nichts passieren kann. Hier ist jedenfalls zu. Ich befürchte, ich muss hier lang. Okay, die Ausgänge sind begrenzt. Mhm. Oh, was ist das hier? Ich spiele auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Des Spieles wegen. Weil wir wollen ja auch was sehen wahrscheinlich so, ne? Was haben wir denn da? Sewer Gators, Episode 17. Projektvorschlag. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. ja, okay. Auf dem zweitschwersten? Nee, dem zweitminusschwersten.
akzeptiere ihr Geschenk. Vorsicht, Stacheldraht. Es ist ein sehr flacher Stacheldraht. Das ist der, den man von der Seite nicht sehen kann. Der ist unsichtbar. Was heißt asynchron? Ah, die Kamera ist asynchron. Okay, dann hat das jetzt nicht mehr gepackt. Ha, 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 ha. Okay, pass auf. Dann machen wir das mal anders. Dann nehme ich die... das machen wir mal dann anders. Dann machen wir das hier aus. Bob, dann ist das Bild da tot. Dann machen wir das so. Und so. Und... Kamera, komm. Komm. Kamera kommt nicht. Warum kommt Kamera nicht? Das ist schlecht. Kamera kommt nicht. Ich habe Kamera kaputt gemacht. Wo ist denn Kamera hin? Oh oh. Ich habe das... Nee, da ist es ja. Jetzt ist es synchron, ne? Ja. Ist zwar ein bisschen dunkler, aber die folgt dann nicht mehr. Und... Oh, jetzt muss ich noch den Rahmen hier wegmachen. So. Also den Rahmen bei mir. Jetzt aber. Nein, nicht neu starten. Ich will weitermachen. So. Jetzt muss ich ein bisschen tiefer sitzen. Nee, lass mal das mal. So. Also hat der Versuch nicht funktioniert. Irgendwann wird es dann asynchron. Das ist natürlich doof. Wo sind wir in Louisiana? Das ist Sumpfgebiet, ne? Warum sieht das so matschig aus? Muss das so? Also, das fehlt irgendwie die Farbe. Oder liegt das hier einfach nur, weil Louisiana so aussieht? Ich war da noch nie, ich kann das nicht sagen. Imaginäre auflassbare Gummipuppe heißt Otto. So groß ist es doch gar nicht. Was ist da verbrannt worden? Kann ich hier runter? Kann ich hier runter? So, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Na toll, super. Die Fabel repräsentiert die Tristesse der menschlichen Existenz, ja. Schönes Anwesen. Die Tasche kenne ich. Aha. Noch irgendwas drin? Da ist doch ein Mobiltelefon. Warum kann ich das nicht nehmen? E-Mail von mir? Oh, ich glaube, das Inventarmanagement wird hier sehr bescheiden, oder? Führerschein. Mias Führerschein. Er ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Ja, Kunstlehrer. Das sind die am schlechtesten objektiv arbeitenden Leute. Musik und Kunst. Die können nämlich objektiv nicht benoten. Geht nicht. Deswegen bin ich auch kein Freund von Noten für
subjektive Fächer wie Kunst oder Musik. Wir reden nicht von faktischen Sachen, ne, wie Kunsttheorie und sowas, sondern wir reden richtig von Benotung und Bewerten von Bildern, Zeichnungen. So, wenn ich weiter so rumschleiche, dann spielen wir noch in 5 Wochen oder so, ne? Oder 10. Achso, das war X, okay. Ja, das ist toter Raum hier. Oder brennt Licht? Aber auf alle Fälle gibt es hier Fenster rein, ja. Das ist super. Hallo? Ob ist das so dunkel? Ich will da nicht rein. Die Augen müssen sich dran gewöhnen. Psch. Oh, ich habe sowas von Angst. Jetzt schon. Das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Ich sehe nichts. Ich dachte schon. Auf alle Fälle ist im Dunkeln mehr Farbe als da draußen. Oh, die Geräusche sind jetzt schon schrecklich. Das sagt sich so leicht. Was ist dazu gegangen? Oder ist das hier umgefallen? Dann tut mir das leid. Okay, hier kommen wir ohne einen Schneider nicht ran, ne? Oh, das ist so widerlich hier. Kann ich nicht ins Schloss zur Lady? Ich glaube, das war hübscher. Ich habe keine Tür zugemacht. Die andere auch nicht. Aber vielleicht war es doch, ich weiß es nicht. Danach hat er die Taschenlampe gezückt. Sowas, wenn es tropft. Boah. Oh, Mist! Mist! Mach den Deckel wieder ruf! Oh. Alter! Ja. Geräusche. Da haben die da einen Rahmen geröstet. Boah. Spaghetti im Kühlschrank. Uah. Alter Verwalter. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Na, juhu. Hier aus der Ecke oder was? Warum hast du dir das angetan?
Blinkende Lichter sind nicht gut, oder? Soll die mein Interesse wecken hier gerade, oder wie? Ist das jetzt eine Pause? Warte mal. Nee. Nee, ist nicht Pause, wenn ich aufs Inventar gucke. Das Haus durchsuchen. Hier ist was Verschlossenes. Da war was Verschlossenes? Ja, stimmt, da hat er ja, genau. Ja. Ja, Fantasie. Fantasie ist das richtige Stichwort, Flo. So, wir unten haben wir zwei Türen. Ja, ich glaube, ich würde hier dringend den Putzdienst raten. Okay, hier ist abgesperrt. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Also ganz ehrlich, im Teil 8, es war angenehmer. Es war sehr angenehm. Okay, kaputt. Hat es auch so ein Speichersystem wie Teil 8, ja? Oder muss ich an bestimmten Stellen speichern? Weil dann... Was heißt nein? Hat kein automatisches Speichersystem? Ja, mindestens jetzt hat er schon Hepatitis, nur durch Anwesen. Halt. Ey, das knackt hier überall. Das ist so lästig. Oh nee, oder? Okay, ich sehe gerade. Das heißt, wenn wir sterben, ist immer Kassettenrekorder der letzte Stand, richtig? Keine Reaktion. Ich muss jetzt aber nicht das Kabel folgen, oder? Ja, ist kaputt. Ach ja, stimmt ja, da war es die Schreibmaschine. Ja, da gab es doch aber eine Art Quicksave, wenn wir in einem Raum waren, weißt du? Ich musste doch nicht alles wiederholen. Video für Hinweise ansehen. Ja, wie soll ich das machen? Was ist denn das hier? Das ist doch bestimmt was, oder? Das sieht man nicht. Oder ist das ein Grafikfehler? Nee, da ist was. Frage ist was? Kann ich hier bitte wieder gehen? So, wir können die Türen einfach aufschieben. Sagt es doch wer. Okay, nicht jede Tür können wir aufschieben. Hinter verschlossen. Okay. Dieser Moment, wo du jetzt in diesem Haus bist, ne? Und nichts. Hier sieht es doch auch wieder so aus.
Lenkrad kaputt, wo du in so einem Haus bist und nicht mehr rauskommst. Ich hätte hier schon längst die Fensterscheibe eingeschlagen, wäre rausgerannt. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Der Knopf ging nicht, fehlt Strom. Vielleicht habe ich hier hinten was falsch gemacht, weil ich nicht gegengelaufen bin, sondern versucht hatte, F zu drücken für Tasten, ne? Ich hätte vielleicht gegenlaufen müssen hier. Hallo? War klar, dass eine Sicherung fehlt. Und zwar ist es die Sicherung für die Stufen. Okay. Merken wir uns mal. Okay. Seltsame Fotos sind seltsam. Na toll, wie sie sich schon wieder alle freuen. So haben wir aber nicht... nicht spielen. Jetzt wissen sie, dass wir da sind. Das sind wohl die Eigentümer? Oh mein Gott. Diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Soll ich jetzt wirklich hinterher? Warum bewegt sie die Schaukel? Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen.